Ja moin Leute, ich bin's, euer Rollerfahrer Schulte. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich durch die ganzen anderen Videos. So, mir ist was Verrücktes passiert letztens. Das war auf, glaub, Freitag oder Samstag. Da war ich hier so, wollte tanken in meine Benzinkanister. So, vor mir stehen die ganzen scheiß Holländer mit ihren Autos. Da ich immer mit dem Gas am Spielen, da ich ein bisschen Probleme damit habe, sonst geht der Roller aus. Auf einmal, ich halte an, wo ich tanken wollte. Auf einmal fällt eine Schraube raus. Ich habe gedacht, was ist das für eine Schraube? Kommt die jetzt von mir oder was? Ich gehe erstmal bezahlen, so. Dann gehe ich wieder raus. Habe ich die Schraube mal aufgehoben. Mitgenommen, Zoll bekommen. Da ist sie von der Halterung, von dieser Rollerhalterung mit diesem Dings der Bumster, da, glaube Vergaser oder wo diese ganze Dampf rauskommt. Davon ist die. Da Scheiße. Geht jetzt diese Auspuff gleich raus, aber das Gute, ich hab so ein richtig fettes, dickes Auspuff. Ja, deswegen ist auch nichts passiert, wird auch nichts passieren. Irgendwann hole ich dann eine neue Schraube. Scheiß drauf jetzt erstmal.